Grüße Sie erst einmal alle ganz, ganz herzlich mit dem uralten österlichen Gruß: Der Herr ist auferstanden, Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Und wünsche Ihnen gesegnete, fröhliche, wenn es sein kann, in jedem Fall getröstete österliche Tage. Und grüße Sie mit dem Wochenspruch der Woche, die am Sonntag begonnen hat. Der steht am Beginn der Johannesoffenbarung. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Ja, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir uns heute versammeln und übers Abendmahl reden. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Ich durfte am Ostersamstag in der Osternacht einen Gottesdienst feiern, eine Osternacht. Und zur Osternacht gehört Abendmahl. Gehört ganz unmittelbar Abendmahl und war kein Abendmahl. Ging nicht. Und es war in Berlin sehr umstritten, sollte man jetzt in Präsenz feiern oder sollte man digital feiern? Und damit haben wir schon das erste unserer beiden Themen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Wie ist denn das mit dem Abendmahl digital? Was ist das überhaupt, das Abendmahl digital? Und dann werden Sie alle mitbekommen haben, wenn das nicht ohnehin schon ihr Leben prägt, weil sie einen katholischen Ehepartner, eine katholische Ehepartnerin haben, katholische Paten, Freunde, sei es bei den Maltesern oder wo auch immer, dass das Thema Abendmahl ökumenisch mindestens genauso wichtig wie das Thema Abendmahl digital ist. Im Mai wird es ein ökumenischen Kirchentag in Frankfurt geben, wahrscheinlich stark digital, aber auch mit ein paar Präsenzgottesdiensten, ein paar wenigen. Und da ist natürlich die Frage, wird es ein ökumenisches Abendmahl geben? Kann es das überhaupt geben? Und als Kommendator Perlit und Jörg Fröhlich, als wir das Programm des Geistlichen Zentrums zusammengestellt haben, haben wir uns überlegt, diese beiden Themen, diese beiden gegenwärtigen Diskussionsfragen zum Abendmahl gehören in gewisser Weise auch ein bisschen zusammen, weil sie alle auf die Frage führen, was ist denn eigentlich für uns das, was Abendmahl zum Abendmahl macht? Diese Frage ist leitend sowohl für die Frage nach dem Digitalen wie für die Frage danach, was wir gemeinsam mit Christenmenschen anderer Konfessionen beim Abendmahl tun können. Kommendator Perlit hat es schon gesagt, wie es aussieht und was heute passieren wird. Zwei halbstündige Einführungen ins Thema und danach ungefähr eine halbe Stunde Gelegenheit fürs Gespräch und so 5 Minuten Zeit, um sich einen Kaffee zu kochen dazwischen und die Fragen im Chat, damit wir ein bisschen systematisieren und sortieren können und alle drankommen. Mir ist ein ganz großes Vergnügen, dass wir, darf ich das so sagen, Frau van Orschoth, eine der spannendsten Nachwuchstalente der evangelischen systematischen Theologie unter uns haben. Frau van Orschoth ist frisch gebackene Heidelberger Privatdozentin, hat also alle Voraussetzungen, um demnächst eine Professur an einer deutschen theologischen Fakultät einzutreten. Sie ist im Augenblick, so kann man vielleicht sagen, Bereichsleiterin bei der Denkfabrik der evangelischen Theologie oder man kann auch sagen bei dem geheimen Max-Planck-Institut für evangelische Theologie. Das ist die Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft, fest in einer zauberhaften Villa oberhalb von Heidelberg. Dort leitet sie den Bereich Religion, Recht und Kultur. Nachdem sie studiert hat, eine kurze Zeit auch die Regionalwissenschaften Lateinamerikas, dann aber evangelische Theologie in vor allen Dingen Göttingen und Heidelberg, in Heidelberg promoviert hat zur öffentlichen Theologie am Beispiel einer amerikanischen
eines amerikanischen Modells von öffentlicher Theologie. Und ich glaube, das kann man auch sagen, sie hat relativ starke Verbindungen durch das Thema öffentliche Theologie nach Amerika und Südafrika, hat sich jetzt habilitiert und betreibt mit anderen zusammen eine sehr spannende Internetzeitschrift für Theologie. Also sie forscht nicht nur über digitale Theologie, sondern sie ist auch digital unterwegs, die den unvergesslichen Namen, und dann können Sie die auch sofort finden, Cursor hat, weil natürlich mit dem Cursor alle arbeiten, wenn Sie danach suchen möchten. Jetzt wollen Sie ja aber nicht Christoph Markschies über Frau van Oschoot hören, sondern Frau van Oschoot, und die spricht jetzt zum Thema digitales Abendmahl. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie unter uns sind. Ihnen allen einen schönen Nachmittag, einen anregenden Nachmittag, und jetzt Bühne frei, Mikrofon frei, müsste man eigentlich sagen, für Frau van Oschoot. Ja, haben Sie. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die so warmherzige und freundliche Einführung, Herr Professor Markschies. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein und nun auch in diesem Kreis einmal über das Thema digitales Abendmahl diskutieren zu können. Das Thema ist ja jetzt seit einem guten Jahr sehr breit diskutiert worden in den evangelischen und auch katholischen Kirchen in Deutschland. Es gibt dazu eine sehr breite Diskussion schon in der US-amerikanischen Forschung seit etwa 15 Jahren. Mein Anliegen jetzt in den kommenden Minuten ist ein bisschen, die für uns neu sich stellenden Fragen auch einzubetten in die Forschungsdebatten, die es dazu schon gibt, versuchen ein bisschen vielleicht neue Akzente zu setzen auf das, was wir unter Pandemiebedingungen jetzt seit einem inzwischen ein gutes Jahr betreiben und ein Stück weit erleiden. Vom Selbstverständnis evangelischer Kirchen her ist die Frage nach dem Abendmahl eines der zwei Konstitutiva der Kirche. Mit der Confessio Augustana im Artikel 7 ist Kirche dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden. Interessanterweise spricht CA 7 in dieser Formulierung von der Congregatio, also von der konkreten Gemeinschaft der versammelten Gemeinde. Nach evangelischem Verständnis, und das kann man in vielen Kirchenverfassungen nachlesen, baut sich von hierher die Kirche auf, von der feiernden Gemeinde. Die Frage nach dem Abendmahl, wer es feiert, wie es gefeiert wird, wer es leitet, wer beauftragt ist, trifft damit einen Kern des evangelischen Selbstverständnisses. Es trifft die Frage, wer ist eigentlich diese Gemeinschaft? Was ist diese Gemeinschaft, die wir Kirche nennen? Wo und wie konstituiert sie sich? Und schon hier zeigt sich ein ökumenischer Dissens in der Einbettung und Einordnung dieser Frage nach dem Abendmahl. Darauf wird Herr Markschies sicher im zweiten Beitrag zu sprechen kommen. Ich möchte aber daher diese Frage nach dem digitalen Abendmahl aus dieser Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Kirche und der kirchlichen Gemeinschaft, in den Blick nehmen. Dazu möchte ich in einem ersten kurzen Teil zentrale Begriffe einführen und voneinander abgrenzen, um dann in einem zweiten Teil drei Thesen zum digitalen Abendmahl und seinen unterschiedlichen Aspekten im Verständnis der Kirche als Congregatio Sanctorum entfalten. Zunächst zum ersten, der Versuch einer extrem knappen Zuordnung und Sortierung sehr unterschiedlicher medientheoretischer Begriffe, die uns in der Debatte begegnen, nämlich den Begriffen der Virtualität, der Mediatisierung, der Digitalität und der Realität. Die Debatte um digitales kirchliches Leben und insbesondere die Frage nach dem Abendmahl folgt an vielen Stellen einer binären Zuschreibung von virtuell und real. Real wird dabei verstanden als die kohlenstoffliche, die analoge Realität, virtuell als eine durch digitale Medien vermittelte Online-Begegnung. Die katholische Liturgiewissenschaftlerin Theresa Berger wies schon vor einigen Jahren darauf hin, dass hier ein digitaler Dualismus vorliege. Denn diese Beschreibung übersieht, dass auch virtuelle Räume Realitäten darstellen und dass analoge und virtuelle Realitäten sich überschneiden und oft eng miteinander vernetzt sind. Und so machte auch Ilona Nord bereits 2008 in ihrer Habilitation zum Thema Realitäten des Glaubens darauf aufmerksam, dass virtuelle Räume im Blick auf liturgische Praktiken eben nicht defizitär zu beschreiben sind im Gegenüber zu körperlichen Gemeinschaften, sondern es vielmehr darum gehen muss, die Spezifika dieser unterschiedlichen Realitäten,
ihre medialen Konstitutionsbedingungen und ihre Vermittlungswege zu beschreiben und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Was bedeutet dann also, folgt man dieser Spur Virtualität? Was bedeutet virtuelles Abendmahl? Der Begriff Virtualität beschreibt im Wortsinn, so der Philosoph Vaihinger, ein Feld von Möglichkeiten. Gedachte Realitäten, die ins Sein kommen können, aber nicht ins Sein kommen müssen. Geht es um digitale Technologien, so ist eine virtuelle Realität ein Kommunikationsraum, eine Objektwelt, die technisch hergestellt wird und dabei Wirklichkeit zu sein verspricht, ohne sie sein zu müssen, so Vaihinger weiter. Diese virtuellen Realitäten sind nun medial vermittelt. Genauer gesagt, sie sind durch digitale Technologien medial vermittelt, durch bestimmte Formen von Hardware und Software und im Internet oft online miteinander verbunden. Wir praktizieren das hier gerade, wir leben oder erleben hier gerade eine Form von virtueller, technisch mediatisierter Gemeinschaft. Insofern ist der Begriff des Virtuellen in den Debatten um digitales Abendmahl meines Erachtens zu differenzieren zwischen dieser Beschreibung von Virtualität im eigentlichen Wortsinn und der Frage nach Mediatisierungsprozessen, die technisch vermittelt sind. Worüber sprechen wir also in medientheoretischer Hinsicht, wenn wir über digitales Abendmahl sprechen? Und ich glaube, wir sprechen hier über zwei Dinge. Nämlich erstens sprechen wir über die Frage, ob und wie Mediatisierung, also die Vermittlung über spezifische Medien, in diesem Fall digitale Medien, eigentlich Abendmahl verändert. Man kann diese Diskussion genauso auch für Rundfunk- und Fernsehandachten führen. Man könnte sie auch führen über andere Medien, mit denen wir kirchlich arbeiten. Wir sprechen aber zugleich zweitens über das Verhältnis von virtueller und kohlenstofflicher Realität, so möchte ich jetzt einmal nennen. Also um das Verhältnis von virtueller Realität und der körperlich miteinander verbundenen Realität. Und in dieser Matrix bewegen sich die Debatten und so möchte ich nun auch im Folgenden in dieser Matrix versuchen, die Thesen zu entfalten, die mich zum digitalen Abendmahl beschäftigen. Die erste These lautet, Abendmahlsgemeinschaft ist geistliche Gemeinschaft. Sie ist Communio. Diese wird durch Mediatisierung, auch durch digitale Mediatisierung, nicht in Frage gestellt. Die gottesdienstliche Gemeinschaft ist eine geistliche Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Es ist die Gemeinschaft der Heiligen, an der die gottesdienstliche Gemeinde teilhat. Und wir feiern jeden Gottesdienst, wir feiern auch jedes Abendmahl in dem Bewusstsein, dass wir uns in diese Gemeinschaft eingliedern wollen. In diesem Sinn hat jeder Gottesdienst, den wir feiern, einen virtuellen Aspekt im oben genannten Wortsinn. Es ist eine Gemeinschaft, die immer mehr ist als das, was kohlenstofflich erkennbar ist. Man könnte, wenn man es medientheoretisch weiterdrehen möchte, sagen, dass jeder Gottesdienst eine virtuell erweiterte Gemeinschaft darstellt, eine Kombination aus der kohlenstofflichen Gemeinschaft vor Ort und dem Glauben daran, sich einzubinden in eine größere Gemeinschaft. In diesem Sinne wäre medientheoretisch ein Gottesdienst immer eine Form von virtuell erweiterter Realität, eine Form von Augmented Reality. Feiern wir Gottesdienste online, so tritt zu dieser virtuellen Ebene eine bestimmte Form der medialen Vermittlung. Die Gemeinschaft, die wir erleben, ist eben vermittelt durch bestimmte technische Strukturen, über bestimmte Plattformen gehostet, über bestimmte Tools aufgenommen, geschnitten und aussortiert. Befürworter digitaler Gottesdienste und auch des digitalen Abendmahls verweisen in der Debatte besonders gerne und besonders vehement auf diese Dimension der Gottesdienstgemeinschaft. Gottesdienst sei primär eine geistliche Gemeinschaft, Kirche sei primär Communio. Hier sehe ich eine interessante Konvergenz zu einigen Strängen, auch in der ökumenischen Theologie, sich über den Kirchenbegriff zu versuchen zu einigen, mit dem wir vielleicht nachher ins Gespräch kommen könnten. Die Befürworter digitalen Abendmahls argumentieren, dass der virtuelle Charakter dieser medial vermittelten Gemeinschaft dem bestehenden Abendmahlsverständnis eben deswegen nicht entgegensteht. Denn Abendmahlsgemeinschaft sei immer auch in physischer Präsenz eine virtuelle Gemeinschaft, eine Gemeinschaft im Geist und damit dasselbe wie die medial vermittelte Gemeinschaft im Digitalen. Ich würde sagen, dieses Argument ist auf der einen Seite natürlich richtig.
christliche Gemeinschaft hat immer, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben, einen virtuellen Aspekt in diesem eingangs ausgeführten Wortsinn. Zugleich darf dieser virtuelle Aspekt aber nicht mit der geistlichen Gemeinschaft identifiziert werden. Volker Lepin hat es auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, aber digital ist, nur weil es immateriell ist, nicht gleich schon geistig und schon gar nicht im theologisch qualifizierten Sinne geistlich. Die geistliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die Communio, von der in der Debatte so viel die Rede ist, ist biblisch qualifiziert eben als eine Gemeinschaft im Geist Jesu Christi. Diese Gemeinschaft ist durch die digitale mediale Vermittlung nicht in Frage gestellt. Wir kennen auch andere Formen von geistlicher Gemeinschaft, die sozusagen über mediale Vernetzungen voneinander weiß. Aber zugleich macht die mediale Virtualität der Gemeinschaft diese eben gerade nicht zu einer Geistgemeinschaft. Wenn man so argumentiert, liegt hier meines Erachtens ein Kurzschluss vor. Und dann, wenn mir dieser Kurzschluss vorliegt, besteht auf der anderen Seite die Gefahr, die Virtualität der Geistgemeinschaft mit der Mediatisierung, also mit den technischen Tools und Mitteln der Verbindung, eben zu verwechseln. Denn es ist mit dem Verweis auf die Geistgemeinschaft noch nicht beantwortet, ob und wie sich eigentlich die Gemeinschaft, die wir erleben, verändert, wenn wir nur durch digitale Medien vermittelt zusammentreffen. Und so ist es hier wichtig, finde ich, wenn es um die Communio, die Geistgemeinschaft geht, Mittel und Ursache sauber voneinander zu trennen. Digitale Medien sind Mittel zur Verbindung mit anderen Glaubenden, aber sie stiften nicht unbedingt die Gemeinschaft und sie stiften schon gar nicht das, was wir geistliche Gemeinschaft, was wir Communio nennen. Dass aber geistliche Gemeinschaft medial vermittelt sein kann, das ist in der Theologiegeschichte nichts Neues. So kann man zum Beispiel schon in der neutestamentlichen Briefliteratur sehen, wie über das Medium Brief Gemeinschaft hergestellt wird. Die Gemeinschaft des Leibes Christi miteinander gelebt wird, es werden füreinander gebetet, es werden Anliegen ausgetauscht. Und auch auf diese Weise wird über Distanzen hinweg medial vermittelt geistliche Gemeinschaft gelebt, aber eben nicht konstituiert. Was macht dann die Gemeinschaft im Abendmahl darüber hinaus aus? Ich würde sagen, und das ist meine zweite These, Abendmahlsgemeinschaft ist eine soziale Gemeinschaft in den raumzeitlichen Bedingungen menschlicher Existenz. Wenn sich nun diese raumzeitlichen Parameter verändern, müssen andere Formen gefunden werden, um diese soziale Gemeinschaft zu ermöglichen. Hier komme ich nun zurück zu dem, was ich eingangs schon über die Congregatio Sanctorum gesagt habe. Denn das, was kirchliche Gemeinschaft ausmacht, ist nach evangelischem Verständnis eben nicht nur eine geistliche Gemeinschaft, sondern auch eine soziale, eine verkörperte Gemeinschaft einer Gemeinde vor Ort. Und hier kommen wir nun zum zweiten Punkt des in der ersten These ausgeführten Arguments. Der Verweis auf die Geistgemeinschaft beantwortet eben nicht die Frage, wie sich diese Gemeinschaft durch digitale Mediatisierung eigentlich verändert. Während die Geistgemeinschaft, wie eben ausgeführt, meiner Meinung nach nicht in Frage steht, sind durch die digitalen Medien natürlich Veränderungen der sozialen Formen von Gemeinschaft verbunden. Denn was und wie verändert sich eigentlich das soziale Miteinander, wenn Raum und Zeit nicht mehr begrenzend sind für die Vernetzung und Verbindung von Menschen? Wir erleben es gerade hier, wir sind sozusagen nicht am gleichen Ort, aber miteinander verbunden. Die Gottesdienste, die in Videoformaten aufgezeichnet werden und dann zeitversetzt ausgestrahlt, zeigen sozusagen, wie sowohl auch die zeitliche Komponente der verschobenen zeitlichen Erfahrungen trotzdem dazu führt, dass eine Form von gottesdienstlicher Gemeinschaft erlebt wird. Und die Frage ist, wie lässt sich das sozusagen theoretisch reflektieren? Auch mit dieser Frage setzt sich die schon zitierte katholische Liturgiewissenschaftlerin Theresa Berger auseinander. Im Blick auf die räumliche Nähe differenziert Berger zwischen einer räumlichen Co-Location, also einer Co-Lokation, und liturgischer Gemeinschaft. Co-Location meint für Berger die körperliche, physische Nähe zwischen Menschen. Und liturgische Gemeinschaft ist für sie die gerade skizzierte Gemeinschaft im Geist, die Communio.
Berger hält fest, weder garantiert die räumliche Nähe liturgische Gemeinschaft im Sinne der Communio, noch ist Nähe immer und ausschließlich als räumliche Nähe zu verstehen. Berger schlägt daher vor, den Fokus weg von der Bedeutung der Co-Location, den sie in der traditionellen Theologie beobachtet, hin zu einer Vorstellung von Co-Präsenz zu legen. Für die Frage nach dem Abendmahl entfaltet sie dann, wie eine gemeinsame Präsenz, eine gemeinsame Anwesenheit liturgisch ermöglicht werden kann, über räumlichen Abstand hinweg. Und es ließen sich in der Praxis des letzten Jahres auch einige Versuche beobachten, wie das hier in deutschen Gottesdiensten versucht wurde umzusetzen. So kam es zum Beispiel dazu, dass Brot und Wein an die Mitglieder der Gemeinde geschickt wurde oder vorbeigebracht oder zum Abholen bereitstand, um diese Gemeinschaft zu symbolisieren. Es wurden unterschiedliche Liturgen eingebunden oder auch gemeinsame Symbole genutzt, um diese soziale Verbindung herzustellen. Wir kennen diese Praktiken auch aus dem analogen Bereich, zum Beispiel beim Kirchentag, wo in unterschiedlichen Räumen Abendmahl gefeiert wird, nachdem es zentral eingesetzt wurde. Von daher sind diese Versuche zur Überwindung räumlicher Distanzen keine ganz spezifische Neuerung in dieser Frage nach digitaler Mediatisierung. Wenn man nun auf diese Weise eine digital mediatisierte Gemeinschaft an verschiedenen Orten ermöglicht, dann rückt nach Berger die Bedeutung der zeitlichen Dimension der Gemeinschaft in den Vordergrund. Sie beschreibt diese als liturgische Simultaneität. Es geht also um die Frage, inwiefern die Gleichzeitigkeit des liturgischen Geschehens notwendig ist als verbindendes Moment physisch getrennter Feiernden. Berger votiert dafür, auch hier zu differenzieren und verschiedene Formen und Ebenen von Nähe, von Proximity miteinander zu verbinden und so fluide Formen von Nähe und Präsenz zu beschreiben und so zu Formen von visueller Zeugenschaft zu kommen. Hier kommt jetzt ihre katholische Prägung stark durch. Sie führt dann an dieser Stelle aus, und das finde ich sehr spannend, wenn es zu räumlichen und zeitlichen Entgrenzungen kommt, dann wird die Dimension der Gemeinschaft durch digitale Medien entweder stark reduziert oder, und das lässt sich in anderen digitalen Plattformen schön beobachten, es werden neue Formen zur sozialen Vergemeinschaftung eingeführt. Denn es ist ja eigentlich eines der Spezifika sozialer Netzwerke, genau diese soziale Gemeinschaft in digitalen und durch digitale Medien zu ermöglichen. Und die werden in sozialen Netzwerken ermöglicht durch Interaktion und Partizipation. Da wird kommentiert, da wird geliked, da wird geteilt. Es gibt Hashtags, unter denen vernetzt wird. Es werden Memes geschaffen, durch die Wiedererkennbarkeit und Verbindung erzeugt wird und so weiter. Vor genau einem Jahr, rund um Ostern 2020, war etwas Analoges auch in den sozialen Netzwerken der sogenannten Kirchenbubble, also sozusagen der Theologinnen und Theologen, der Kirchenleitenden und Kirchenleitern in sozialen Netzwerken zu beobachten. Da wurden eingeübte Formen von Gemeinschaftsbildung auf Gottesdienste und das Abendmahl übertragen. Es wurden Bilder gepostet von der eigenen Abendmahlsfeier zu Hause. Die wurden kommentiert, sie wurden geteilt und vernetzt. Es bildeten sich neue Symbole und Hashtags zum digitalen Abendmahl, unter denen in den Strukturen und der Eigenart der jeweiligen Netzwerke soziale Verbindung als feiernde Abendmahlsgemeinschaft hergestellt wurde, jenseits von Raum und Zeit. Auch in Gottesdiensten hat sich so etwas beobachten lassen. Dort wurden interaktive, synchrone oder asynchrone Elemente eingebunden, wie Gebetsgemeinschaften als Twitter-Wall und vieles andere mehr. Das Spannende, finde ich, an dieser Stelle ist, dass die Gestaltung der Liturgien dieser digitalen Gottesdienste sich den Logiken der jeweiligen sozialen Netzwerke angepasst hat. Da haben sich neue liturgische Formen gebildet, um diese soziale Gemeinschaft in der jeweiligen Logik abzubilden und zu prägen. Diese ganzen Phänomene sind nun für digitale Gottesdienste und insbesondere für das Abendmahl bisher kaum etabliert oder reflektiert. Und hier schließen sich sozusagen liturgiewissenschaftlich sehr viele Fragestellungen an, an der Fest in den nächsten Monaten auch arbeiten werden. Aber das, finde ich, ist eine ganz interessante Frage, wie man jetzt diese schon entstandenen Praktiken dogmatisch wieder auffängt und weiterdenken kann. Ich möchte aber sozusagen in diesen Praktiken auf
Aspekt hinweisen, der mir aus der dogmatischen Perspektive sehr wichtig ist. Für das Abendmahl ist nämlich aus der Dogmatik entscheidend, dass die Dynamik dieses Geschehens als Gabe, die ich bekomme, empfange und dann auch weitergebe an andere, eine zentrale Dynamik des Abendmahls. Dabei ist das Abendmahl als Gabe Gottes beschrieben, in der er sich selbst gibt. Diese Bewegung kommt im Geben und Empfangen der Elemente in der Liturgie zum Ausdruck. Diese Bewegung ist meiner Wahrnehmung nach in digitalen Formen bisher kaum abbildbar. In den oben genannten Versuchen, etwa durch das Verschicken der Elemente vor der Abendmahlsfeier zu einem digitalen Gottesdienst, wird versucht, diese Dynamik aufzugreifen, aber sie bleiben deutlich hinter dem zurück, was das direkte Geben und Empfangen in der physischen Gemeinschaft ausdrückt. Daniel Siebenmann und Grassmann haben im letzten Jahr auch damit verbunden, auf eine Tendenz zur Selbstinszenierung dieser digitalen Mahlfeiern hingewiesen. Diese Form von Inszenierung und Individualisierung des Abendmahls vor einer schönen Kulisse mit einem tollen Glas Wein und irgendwie besonderem Brot steht genau dem beschriebenen Gabecharakter, aber auch der damit eigentlich hergestellt werdenden Gemeinschaft meines Erachtens entgegen. Und das sind aus meiner Perspektive gewichtige dogmatische Argumente, vorsichtig mit diesen Formen von sozialer Vergemeinschaftung im Digitalen umzugehen. Aber festhalten lässt sich, dass die entwickelten Praktiken in sozialen Netzwerken soziale Verbindungen jenseits von Raum und Zeit ermöglichen, auch in Form von Gottesdiensten, Andachten und Abendmahlsfeiern, aber eben in liturgisch neuen Formen. Diese neuen Formen werden nun an unterschiedlichen Stellen im Moment ausprobiert. Die theologische Reflexion bezieht sich begleitend. In der Frage nach dem Abendmahl kommen diese Formen dann aber an eine sehr spezifische Grenze. Und dazu möchte ich in meiner dritten These nun eingehen, nämlich an die Grenze der ekklesiologischen und anthropologischen Bedeutung des Körpers des Menschen, der Leiblichkeit, der Abendmahlsgemeinschaft. Dazu die dritte These. Die Abendmahlsgemeinschaft ist eine verkörperte Gemeinschaft der Kongregatio. Zu dieser Verkörperung gehört die Materialität der Elemente erstens, zweitens die Leiblichkeit der Einzelnen und drittens aber auch die Bedeutung der leiblichen Begegnung in der Gemeinschaft. Mit dieser dritten These bin ich nun an dem Haupteinwand gegen die Formen digitaler Abendmahlsliturgie, die mir in den letzten Monaten so begegnet sind. Die Frage nach der Leiblichkeit ist dabei zuzuspitzen auf die Frage nach der Bedeutung von leiblicher Präsenz für gottesdienstliche Gemeinschaft. Der US-amerikanische Theologe hat dazu vor 15 Jahren die interessante These formuliert, dass hier eine Umkehrung der klassischen Abendmahlsdebatte stattfindet. Er formuliert, ich zitiere, "In the digital age, it may be the case that the classical debates about the presence of Jesus Christ in the Eucharist have been inverted. The question with which we may now have to wrestle is not, in what way is the Lord present in the supper? Instead, the question is, in what ways are we present in the supper?" Dies ist insofern von besonderer Brisanz, als das Paradigma des Embodiments, der Verkörperung, in den letzten Jahrzehnten gerade in der protestantischen Theologie sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Jahrzehntelang war es der Vorwurf gegenüber der protestantischen Theologie, zu körpervergessen zu agieren. Dagegen hat sich Widerstand geregt und sozusagen ein sehr breites da reflektiert worden. Und nun sozusagen diese Form der Digitalisierung der Gottesdienste und des Abendmahls geradezu kontraintuitiv dieser Dimension gegenüber. Diese Betonung der Leiblichkeit ist nun meines Erachtens in drei Felder auszudifferenzieren. Zum einen sprach ich gerade von der Affinität eines kommunikationsorientierten Gottesdienstes, zum Beispiel mit sozialen Netzwerken, die auch kommunikationsorientiert und damit in gewisser Weise leibvergessen agieren. Aber vom Neuen Testament her ist es gerade wichtig, dass uns im Abendmahl mehr gegeben ist als das Wort. Es ist ja gerade das Surplus des Abendmahls, das uns dort in den Elementen und in der Zuwendung Christus nahe kommt und eben nicht nur gepredigt, gebetet oder gesprochen wird. Befürworter eines digitalen Abendmahls betonen, dass diese leibliche Dimension des Abendmahls ja auch in den digitalen Praktiken zum Tragen kommen würde. Hier werden auch die Elemente gereicht. Auch hier ist der Körper beteiligt. Wir hören, wir sehen einander.
Hier sind Leib und Blut Christi in materialen Elementen haptisch erfahrbar. Und auch das stimmt natürlich. Die Stärkung durch Brot und Wein ist ein leibliches Geschehen, auch alleine vor dem Bildschirm. Aber damit ist eben genau nur ein Aspekt der Leiblichkeit getroffen, nämlich die Frage nach der Leiblichkeit des Einzelnen. Und die ist meines Erachtens nicht der zentrale Aspekt dessen, was die Stärkung des Abendmahls ausmacht. Diese folgt vielmehr dem Verständnis des Abendmahls als einer leiblichen Begegnung, als einer verkörperten Gemeinschaft. Und hier rückt nun die ekklesiologische Dimension des Abendmahls in den Blick. Dazu drei Gedanken. Erstens wird im Abendmahl die Gemeinschaft des Geistes konkret und sichtbar. Ich habe im Eingang schon darauf hingewiesen, dass es für die evangelische Tradition von entscheidender Bedeutung ist, die konkrete Kongregatio nach CA 7 in den Blick zu nehmen. Auch digital mediatisiert können sich solche konkreten Kongregationes bilden. Diese sind aber je nach Medium zum einen sehr schwer abzugrenzen und zum anderen nicht in diesem Sinne raumzeitlich versammelt, wie wir das von CA 7 zu denken gewohnt sind. Zweitens ist die biblische Beschreibung des Leibes Christi ebenfalls eng mit einer konkreten leiblichen Gemeinschaft verbunden. Virtualisiert man nun die Vorstellung der Gemeinschaft, in diesem Sinne der Gemeinde Jesu Christi, inklusive des Abendmahls, dann kommt man dadurch leicht, ich weiß nicht, ob zwangsläufig, aber zumindest leicht, zu einer Form der Virtualisierung dieser Vorstellung des Leibes Christi. Blickt man nun in den ersten Korintherbrief zum Beispiel, so zeigt sich gerade hier, dass die Einbettung in den konkreten Leib Christi extrem fokussiert beschrieben wird in den Auswirkungen und detailliert beschrieben wird in den Auswirkungen auf die konkrete Gemeinschaft vor Ort. Es ist ja für Paulus gerade deswegen zentral, dass die Korinther eine bestimmte Form der Abendmahlsfeier haben, weil in dieser Gemeinschaft miteinander, in diesem Zusammensein sich für Paulus der Leib Christi zeigen und konstituieren, vielleicht sogar bewähren muss. Drittens hat diese physische Kopräsenz meines Erachtens auch eine anthropologische Dimension. Berührt sind hier Fragen der Wahrnehmungs- und Deutungsfähigkeit. Es geht um anthropologische Grundfragen des Verhältnisses von Immanenz und Transzendenz, also wie wir Menschen überhaupt die Zuwendung Gottes wahrnehmen können. Wie wir in unserer leibseelischen Verfasstheit Gottes Erfahrung erleben können. So betont zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer in seinen Ausführungen zum Abendmahl in Gemeinsames Leben, dass es gerade die Präsenz der anderen Christinnen und Christen ist, die für ihn eine Quelle der Freude und der Kraft sind, weil er in dieser Begegnung mit den anderen ein physisches Zeichen der gnadenhaften Gegenwart Gottes erkennen kann. Und so stellt Berger auch heraus, dass die Kernfrage in der Debatte um eine digital mediatisierte Liturgie und des Abendmahls letztlich in der Gewichtung der Geistgemeinschaft zur raumzeitlichen Versammlung der Glaubenden besteht. Ihr Kollege Tann weist diese noch weiter zu. Er fragt, ist die Betonung, die Bedeutung einer solchen Embodied Communion, also einer solchen leiblichen Gemeinschaft, wie ich es eben auch stark machen wollte, nun eigentlich Ausdruck einer stärkeren oder einer schwächeren Ekklesiologie? Anders gefragt, ist die Betonung der physischen Gemeinschaft Ausdruck einer besonders leiborientierten Anthropologie und Ekklesiologie und damit zu würdigen oder eigentlich Ausdruck eines mangelnden Vertrauens in die verbindende Kraft des Geistes Gottes, so Tann. Ich möchte in diese starke Differenz einen letzten Gedanken einbringen. Denn festzuhalten ist, dass sakramentale Gemeinschaft digital und analog sich in den Begrenzungen von Raum und Zeit vollzieht, weil wir als Menschen diese in diesen Begrenzungen von Raum und Zeit erleben. Und ich frage mich und möchte Sie fragen, ob es nicht sinnvoll und hilfreich wäre, ein gewisses defizitäres Moment im Denken über das Abendmahl konstitutiv mitzudenken. Denn die leibliche Gemeinschaft, die ist ja nicht nur digital nicht gegeben. Sie ist auch in analogen Gottesdienstformen zum Teil sehr unterschiedlich oder unterbestimmt ausgeprägt. Und so ist dann auch das Abendmahl in physischer Gemeinschaft nicht nur eine Vergegenwärtigung, sondern sie bleibt immer hinter dem zurück, was eschatologisch verheißen ist und hinter dem zurück, von dem die biblischen Texte zeugen.
Das Abendmahl in der physischen Gemeinschaft ist damit nicht immer nur Stärkung und Erbauung, sondern es ist auch Form einer Zumutung, der Zumutung des anderen, der mir entgegenkommt. Aber gerade dadurch besonders wichtig in der Vorstellung und in der Erfahrung dessen, was die Gemeinschaft des Leibes Christi eigentlich ausmacht. Zu diskutieren wäre dann unter dieser Perspektive, ob es sich in der Differenzierung der unterschiedlichen Charakteristika von Gemeinschaft im Digitalen und Analogen eigentlich um einen theologisch begründbaren Bruch des Bekenntnisstandes handelt oder ob es sich um unterschiedliche Gewichtungen dieser defizienten Momente handelt, die in unseren Abendmahlspraktiken auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck kommen. Und damit möchte ich nun zum Schluss kommen. Denn deutlich wird, dass das, was Abendmahlsgemeinschaft ausmacht, in digitalen Formen anders zum Ausdruck kommt als in analogen Formen. Und hier steht die Diskussion meines Erachtens dogmatisch zumindest im Moment. Wir haben diese unterschiedlichen Formen von Gemeinschaft, diese unterschiedlichen Dimensionen differenziert. Sie liegen weitreichend auf dem Tisch. Und nun geht es um die Frage, wie diese Dimensionen eigentlich in unseren Abendmahlsliturgien, in unseren Abendmahlspraktiken jeweils zum Ausdruck kommen. Und diese Frage stellt sich meines Erachtens eben nicht nur an die digitale Abendmahlspraxis, sondern auch an analoge Abendmahlspraktiken. Und es ist meiner Meinung nach eine große Chance, in diesem Zusammenhang auch über Formen analoger Abendmahlsfeiern noch einmal ganz neu, vielleicht auch einmal ein bisschen quer zum Gewohnten nachzudenken. Von daher verlagert sich die Frage meiner Beobachtung nach gerade aus der dogmatischen Urteilsbildung in die Liturgie und in die Liturgiewissenschaft und das sozusagen jetzt auch das, womit ich mich in den nächsten Monaten beschäftigen möchte. Dazu kommt, dass in dieser ganzen Debatte um das Abendmahl noch eine Tiefendimension aufbricht, der in meinem Versuch einer systematisch-theologischen Differenzierung überhaupt nicht zur Geltung kommt. Denn gerade das digitale Abendmahl und auch andere Formen digitaler Kirche werden aus der Perspektive der eigenen Erfahrung diskutiert. Und möglich scheint das, was sich für mich richtig anfühlt, ob sich das anfühlt wie ein richtiges Abendmahl oder nicht, das ist in den Diskussionen häufig ein starkes Argument. Und zu fragen wäre dann für mich oder auch vielleicht für Sie, wie sich ein auch von mir eben ausgeführtes Bemühen um dogmatische Präzision in diesen Formen eigentlich zu dieser Form von gefühlter Richtigkeit verhält. Was machen unsere dogmatischen Überlegungen? Was machen die kirchenleitenden Überlegungen mit diesen Fragen von Aufgehobensein, Ankommen, von Authentizität, die ja ganz stark aus den digitalen Praktiken zum Teil geprägt sind und damit ganz anders gelagert sein können als die dogmatischen Differenzierungen, die wir ausziehen? Das ist nun keine neue Frage, die stellt sich an Dogmatikerinnen immer, das Verhältnis zur gelebten Religion, aber eben in der Debatte um das digitale Abendmahl kann man das gerade ganz besonders deutlich sehen. Ich würde mich freuen, nun in diese Debatte mit Ihnen auch einzusteigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Rückmeldung. Soll ich jetzt meinen Vortrag direkt anschließen? Würde ich sagen, ja. Gut, dann machen wir das mal. Und ich danke aber auch noch mal ganz herzlich, Frau von Oschut, für diese wunderbare theologische Entfaltung, die ja, glaube ich, mitten an unserem eigenen Leben in den letzten Wochen war. Ich beginne meinen Vortrag jetzt nicht mit den unmittelbaren Erfahrungen dieses Jahres, sondern ich beginne ihn im Jahr 1954 am Kaffeetisch eines Theologieprofessors in der Stadt Leipzig, an dem mein Vater sitzt. Das Jahr 1954 ist das Jahr, in dem der Kirchentag in der Stadt Leipzig stattfindet. Und der Theologieprofessor sagt zu meinem Vater, lieber Herr Markschies, gehen Sie bloß nicht auf den Kirchentag. Da könnte Ihnen eventuell ein Reformierter das Abendmahl reichen. Warum habe ich mit dieser Geschichte begonnen, die auf den ersten Blick sehr, sehr altmodisch und aus einer ganz, ganz fremden Welt kommt? Um zu sagen, es ist für unseren Geschmack so, dass die Frage Abendmahl ökumenisch oder Eucharistie ökumenisch eine Frage evangelisch-katholisch ist. Aber sie ist eine so exklusiv evangelisch-katholische Frage erst seit ganz, ganz kurzer Zeit. Nämlich, wenn man ehrlich ist, seit dem Jahre 1973. Bis 1973 war es zwischen, bestand im strengen Sinne zwischen
evangelisch-reformierten und evangelisch-lutherischen Christenmenschen keine Abendmahlsgemeinschaft. Also die Situation, die wir heute zwischen der römisch-katholischen, der orthodoxen, den orthodoxen Kirchen und der evangelischen Kirche haben, dass wir keine offizielle Abendmahlsgemeinschaft haben, die bestand zwischen der Reformationszeit und dem 16. Jahrhundert bis zum Jahre 1973. Und die Geschichte aus dem Jahre 1954 in Leipzig, gehen Sie bloß nicht auf den Kirchentag, da könnten Sie eventuell in ein reformiertes Abendmahl geraten als Lutheraner, und das sollten Sie nicht tun, zeigt, dass das nicht etwa nur ein dogmatisches Spiegelgefecht zwischen Professoren war, sondern durchaus auch die Vorstellung, dass man als normaler Christenmensch lutherischer Prägung das Reformierte als fremd empfand oder umgekehrt als reformierter Christenmensch das Lutherische als schwierig empfand. Also zwischen dem 16. Jahrhundert, also seit der Reformationszeit, bis fast ans Ende des 20. Jahrhunderts keine Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten. Und ich will in einem ersten Teil dieses Vortrags kurz darauf eingehen, warum diese Gemeinschaft eigentlich überwunden wurde, und möchte dann in einem zweiten Teil fragen, ist diese Form der Überwindung ein Modell für die Überwindung der Gegensätze zwischen römisch-katholischen und evangelischen Abendmahlsvorstellungen oder gerade nicht? Funktioniert es so, wie es zwischen reformierten und lutherischen Christenmenschen funktioniert hat? Leider nicht zwischen katholischen und evangelischen. Also das sind die zwei Teile. Ein erster Blick auf die Ökumene innerhalb der evangelischen Kirche und ein zweiter Blick auf die Ökumene außerhalb der evangelischen Kirche mit unseren römisch-katholischen Schwestern und Brüdern. Wenn Sie Ihr Gesangbuch aufschlagen, also jedenfalls mindestens das Gesangbuch, was ich habe, dann ist das Dokument, was 1973 die Einheit im Blick auf die Lehre zwischen evangelisch-lutherischen und reformierten Kirchen festhielt, bei mir im Gesangbuch abgedruckt. Sie heißt Leuenberger Konkordie 1973, und die Leuenberger Konkordie heißt Leuenberg, weil der Leuenberg ein evangelisches Tagungszentrum bei Basel ist, und da haben sich damals die Menschen getroffen. Und die theologische Figur, mit der die Leuenberger Konkordie alle Lehrdifferenzen zwischen Lutheranern und Reformierten überwindet, ist keine Identitätsbehauptung. Es wird nicht behauptet, Luther ist gleich Calvin, oder der Heidelberger Katechismus sagt genau dasselbe wie die Augsburger Konfession, von der vorhin Frau van Oorschot gesprochen hat, sondern die Grundvorstellung ist, wir sind uns im Verständnis des Evangeliums einig, und das reicht auch. Also die Grundvorstellung ist, wenn, Frau van Oorschot hat das gesagt, Kirche dadurch gekennzeichnet ist, dass das Evangelium da rein verkündigt wird, pure Docetur, dann reicht es auch, wenn man sich darüber einig ist, was Evangelium ist und welche Funktion es für Leben und Lehre der Kirche hat. Also die Grundfunktion der Leuenberger Konkordie ist zu sagen, eigentlich eine ganz lutherische Vorstellung, satis est, es reicht für die Einheit der Kirche aus, wenn man sich im Verständnis des Evangeliums einig ist. Und das wird in der Leuenberger Konkordie im 15. Artikel dann über das Abendmahl entfaltet. Und da findet man eine ganz interessante Formulierung, die lese ich Ihnen mal vor. Und wenn Sie Ihr Gesangbuch zur Hand haben oder es auch im Internet angucken wollen, können Sie es nachlesen. Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus. Also ganz wichtig, das, was man im Abendmahl bekommt, ist Jesus Christus. Das ist die eigentliche Gabe des Abendmahls. Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut. Also Abendmahl ist nicht eine
irgendwie beschaffene Gabe Jesu Christi, sondern ist Jesus Christus selbst in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißenes Wort mit Brot und Wein. Das ist ein ziemlich langer Satz. Also es schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißenes Wort mit Brot und Wein. Das heißt, es gehört immer Brot und Wein dazu. Es gehört immer die Materialität des Brotes und der mal besser und mal schlechter schmeckende Wein dazu. Und das verheißene Wort. In einem der Chats stand das so schön, gar kein evangelisches Fündlein, das Zusammenkommen von Element, Brot und Wein, und dem verheißenen Wort, dem Deutungswort, den Einsetzungsworten, das zusammen macht das Abendmahl aus. Jesus Christus ist die Gabe des Abendmahls, die vermittelt wird durchs Wort in den Elementen, mit den Elementen. Wenn Sie jetzt diesen Satz hören und Sie haben Theologie studiert, sind ja einige Pfarrerinnen und Pfarrer unter uns und vielleicht auch einige, die mal Freizeiten gemacht haben, dann wird Ihnen auffallen, das ist eine uralte Formulierung. Das ist eine Formulierung, die eigentlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Und da einige unter uns sind, die aus Hessen stammen, ich sehe zum Beispiel den Altkommendator Riedesel, ist auch klar, dass es eine Formulierung ist, die viel mit Hessen zu tun hat. Als am Ende der 20er Jahre die großen Gegensätze zwischen Lutheranern und Reformierten in der Abendmahlslehre auftraten, gab es leidenschaftliche Vermittler. Und zu den leidenschaftlichen Vermittlern gehörte neben Melanchthon auch Martin Bucer. Und Martin Bucer, ein für die hessische Reformation sehr wichtiger Mensch, der aber eher aus dem elsässischen Raum stammt, Martin Bucer hat eine Formulierung 1536 in Wittenberg zustande gebracht, der zunächst mal alle zustimmten, später traten sie dann wieder auseinander. Und die klingt ganz ähnlich. Jesus Christus ist die Gabe durch sein verheißenes Wort mit Brot und Wein. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum brauchten das von 1536 bis 1973, bis zwei streitende Parteien sich endlich darauf verständigen können. Und jetzt spielt eine ganz, ganz große Rolle die Auseinandersetzung während der Zeit des Nationalsozialismus, die wir gern Kirchenkampf nennen. Also die Auseinandersetzung zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen und sogenannten Neutralen. Denn diese Auseinandersetzung hat dazu geführt, dass die Grenzen zwischen Reformierten und Lutheranern, die Grenzen zwischen Anhängern des Heidelberger Katechismus und der Augsburger Konfession plötzlich überlagert wurden durch andere Erfahrungen. Nämlich durch die Erfahrung, dass mir plötzlich mein reformierter Mitchrist, meine reformierte Mitchristin näher stehen als meine lutherischen Glaubensschwestern und Brüder. Also man geht plötzlich in die ganz merkwürdige altreformierte Gemeinde am Ortsrand, mit der man nie was zu schaffen hatte. Man geht plötzlich in die Leipziger reformierte Gemeinde, mit der man auch nie etwas zu schaffen hatte. Frau van Oschut hat über Dietrich Bonhoeffer gesprochen und ich werde nie vergessen, wie Menschen aus dem Bonhoefferschen Predigerseminar mir das erzählt haben. Da gab es diese ganz merkwürdige reformierte Gemeinde, da sind wir nie früher hingegangen. Ganz kurios, ganz unfröhliche Leute, wie so die Reformierten sind, hat uns als Lutheraner gar nicht gefallen. Und plötzlich merkte man, ja, das ist aber unsere Gemeinde, da ist auch bekennende Kirche und ist nicht deutsche Christen wie in unserer eigentlichen lutherischen Ortsgemeinde. Und schon Ende der 30er Jahre trifft sich die bekennende Kirche zu Synoden, also im Grunde eine illegale Kirche, und diskutiert darüber, stehen wir uns nicht beim Abendmahl näher als unsere Väter und Großväter und Urgroßväter und auch Mütter und Urgroßmütter gesehen haben. Und da deutet sich das an, dass man sagt, vielleicht gibt es doch gute Gründe, wieder zurückzukommen auf die Konkordienformulierung des 16. Jahrhunderts, gibt es gute Gründe, sie neu aufzugreifen.
Und im Jahre 1956 gibt es eine in Arnoldsheim, das kennen nun alle, die aus Hessen kommen, in der evangelischen Tagungsstätte, ein Abendmahlsgespräch. Und die Formulierung, die 1973 in der Leuenberger Konkordie für die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche verbindlich wurde, die stammt eigentlich aus dem Jahre 1956. Jetzt muss Frau von Orschut kurz weghören, in einem Moment, als alle systematischen Theologen, damals waren noch keine Theologinnen dabei, Mittagsschlaf hielten, haben sich alle Neutestamentler zusammengesetzt und diese Formel zusammengeschrieben. Und sie haben eine historische aufgegriffen und dann haben die Systematiker, als sie aus dem Mittagsschlaf aufgewacht waren, praktisch alle, nicht ganz alle, aber praktisch alle gesagt, ja, das kann man wohl so akzeptieren. Und dann hat es noch bis 1973 gebraucht, bis es tatsächlich akzeptiert worden ist. Was lernt man Ende des ersten Teils meines Vortrags aus dieser Erfahrung? Erstens, ökumenische Verständigung braucht wahnsinnig lange Zeit. Wahnsinnig lange Zeit. Vom 16. Jahrhundert bis 1973. Und der theologische Fortschritt bei dem Ganzen ist im Grunde eine Schnecke. Also, denn ganz viel von dem, was da formuliert worden ist, 1956 in Arnoldsheim und 1973 in Leuenberg, auf dem Leuenberg, wie man eigentlich sagen muss, ist schon 1536, die sogenannte Wittenberger Konkordie. Also theologischer Fortschritt ist eine Schnecke. Zweitens, theologischer Fortschritt braucht, das knüpft auch gut an das an, was Frau van Orschot gesagt hat, theologischer Fortschritt braucht eine bestimmte Situation und ein bestimmtes Gefühl dazu, dass Leute sagen, ich fühle mich bei den Reformierten mindestens genauso zu Hause wie in meiner eigenen lutherischen Konfession. Oder ich fühle mich als Reformierter bei den Lutheranern genauso zu Hause wie in meiner eigenen liebgewordenen reformierten Konfession. Also es braucht zu einer dogmatischen Überzeugung auch einer emotionalen Vertrautheit und Beheimatung mit dem, was gesagt ist. Und das werde ich nie vergessen, hat mir mal ein evangelischer Kirchenhistoriker gesagt, es braucht sozusagen den Heiligen Geist, der in dieser Situation auch Menschen zusammenführt, die List des Heiligen Geistes, dass ein paar schlafen, Mittagsschlaf halten und ein paar eine kluge Formel aufsetzen können und hinterher die Leute aufwachen und noch so müde sind, dass sie zustimmen. Also es braucht auch die List des Heiligen Geistes neben unendlicher Geduld und besonderen zeitlichen Umständen, die eine emotionale Beheimatung erlauben. So, und nun stellen wir uns die Frage, ist das ein Modell für das 21. Jahrhundert? Und jetzt muss ich ganz kurz etwas sehr Grundsätzliches und in der Grundsätzlichkeit vielleicht auch ein bisschen zu Vereinfachendes über ökumenische Dialoge sagen. Die, die die ökumenischen Dialoge führen, das sind Theologinnen und Theologen, meistens aller Fachgebiete, sind inzwischen der Auffassung, dass wir in einer theologischen Situation sind, wo wir ernten können. Auch das, wie vorhin bei Frau van Orschot formuliert, heißt Harvesting, also Bilanz ziehen können und das, was als Bilanz erreicht wurde, jetzt auf einzelne strittige Punkte anwenden können. Und ein erster solcher Bilanztext ist nach Auffassung derer, die die Lage so beurteilen, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Die schließt mit der Grundüberzeugung, jedenfalls derer, die das Dokument damals unterzeichnet haben, wir sind uns einig, evangelische und katholische Theologinnen und Theologen, Kirchen und Kirchenleitungen im Verständnis der Rechtfertigungslehre. Und so hat man nacheinander immer mehr Gegenstände, Lehrgegenstände der systematischen Theologie angeschaut und ist sich nun der Ansicht, wir sind uns auch einig über die Frage, in welcher Weise Jesus Christus in den Elementen des Abendmahls präsent ist. Wir sind uns einig darüber, welche Dinge erforderlich sind, damit man von einer
Kongregatio, Kirche als Kongregatio sprechen kann. Wir sind uns einig in der Frage, was geordnetes Amt in der Kirche bedeutet. Und so im Rahmen dieser Zusammenstellung von Einigkeiten, die, wie Sie ahnen, natürlich immer auch von gegenteiligen Positionen begleitet wird. Das war schon bei der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre so. Da haben viele Menschen gesagt, nö, wir sind uns aber nicht einig. Bei der Frage, ob wir uns über das Amt sind, sagen viele Leute, nein, sind wir uns nicht einig. Denn meine Frau zum Beispiel ist evangelische Pfarrerin, die hat wohl doch nach Meinung der römisch-katholischen Kirche kein gültiges Amt. Also jedenfalls, es gibt solche, die der Auffassung sind, wir sind uns einig über die wesentlichen Fragen. Und es gibt solche, die sind der Auffassung, wir sind uns noch nicht ganz einig. Und im Rahmen dieser Bemühungen um eine Einigung zu wesentlichen theologischen Fragen hat sich vor einiger Zeit der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, eigentlich eine Versammlung von zwei Arbeitskreisen, einem Kreis evangelischer Theologen, einem Kreis katholischer Theologen, die gern Lehmann-Pannenberg-Kreis nach ihren langjährigen Leitern heißen, also Karl Lehmann, der Mainzer Bischof, vielen von Ihnen vielleicht noch erinnerlich und vertraut, Wolfhard Pannenberg, ein Münchner evangelischer Theologe, der hat sich mit dem Thema, nachdem er sich mit dem Thema Amt beschäftigt hat, Eucharistie beschäftigt und hat einen Text veröffentlicht, den sehen Sie hier, der heißt Gemeinsam am Tisch des Herrn im Jahre 2019, Gemeinsam am Tisch des Herrn und hat dort gesagt, man darf nicht glauben, dass evangelische Vorstellungen vom Abendmahl von geistlichen Amt, also von dem oder der, die das Amt einsetzt, und der Frage, wie Christus in den Elementen präsent ist, identisch sind. Die sind unterschiedlich. Aber es ist so viel Gemeinsamkeit vorhanden im Verständnis von Abendmahl und Wort Gottes, wie es in den biblischen Texten uns weitergegeben wird, wenn die mündlich gepredigt werden. Es ist so viel Gemeinsamkeit vorhanden, dass man als katholischer Christenmensch guten Gewissens zum evangelischen Abendmahl gehen kann und als evangelischer Christenmensch guten Gewissens zum katholischen Abendmahl. Also sozusagen die Grundvorstellung ist, wir sind uns nicht so einig, dass wir gemeinsam an den Altar treten können. Ein katholischer Pfarrer und eine evangelische Pfarrerin. Wir sind uns nicht so einig, dass ich nachher in die Hedwigskathedrale gehen kann. Das kann ich ohnehin nicht, weil die gerade wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Aber in eine katholische Kathedrale gehen kann und dort ein katholisches Abendmahl einsetzen kann. Aber wir sind uns so einig, dass guten Gewissens wir in den anderen Gottesdienst gehen können. Und Sie ahnen, was natürlich das für ein Befreiungsakt ist für alle sozusagen konfessionsverbindenden, früher gemischt konfessionellen Ehen, das, was viele Ehen und Familien tun, dass sie am einen Sonntag in die evangelische Kirche und am nächsten Sonntag in den katholischen Gottesdienst gehen, das kann man aus guten theologischen Gründen tun. Dieses Dokument wurde im Jahre 2019, genau gesagt im September, vorgestellt vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, von Georg Betzing, dem Bischof von Limburg, dem römisch-katholischen, dem früheren kurhessischen Landesbischof Martin Hein und den beiden Leiterinnen und Leiter des ökumenischen Arbeitskreises. Frau van Oschut hat einen Namen schon genannt, Herr Lepin und Dorothea Sattler als katholische Leitung. Und nachdem dieses Dokument veröffentlicht war, ging ein Jahr später, am 18. September 2020, ein Brief ein, den besitze ich hier, den dürfte ich eigentlich gar nicht besitzen. Und wenn Sie oben in die Absender gucken, steht da Congregazione per la Dottrina della Fede. Das ist die Glaubenskongregation, also die
Kongregation, die Nachfolgerin der Heiligen Inquisition, die über die Reinheit der Lehre in der römisch-katholischen Kirche wacht. Und die schrieb Georg Betzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz einen Brief. Und da steht drin: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Dokument, was Sie da geschickt haben, gemeinsam am Tisch des Herrn, zentrale Themen des Depositum Fidei berührt, also zentrale Themen des der Kirche überlieferten dogmatischen Grundbestandes, wie die Realpräsenz, also die reale Präsenz Jesu Christi in den Elementen, den Opferbegriff der Eucharistie, also die Frage, ob und in welchem Sinne die Eucharistie ein Opfer ist, das notwendige geweihte Amt, also die in römisch-katholischer Sicht notwendige Verbindung von Eucharistie mit einem gültig geweihten Priester, aber auch das untrennbare Konstitutiv von Eucharistie, Weihe, Amt und Kirche. Und dann wird gesagt, das alles sind keine Adiaphora, also keine Dinge, die man mal so oder so im ökumenischen Dialog halten kann. Und dann schreibt die Glaubenskongregation: Mit diesen Bemerkungen wollen wir verdeutlichen, dass die noch bestehenden Divergenzen in Eucharistie und Amtsverständnis zwischen der katholischen Kirche und den reformatorischen Traditionen es bisher immer noch nicht erlauben, Abendmahl und Eucharistie im theologischen Sinngehalt gleichzusetzen. Die Lehrunterschiede sind noch so gewichtig, dass sie eine wechselseitige Teilnahme am Abendmahl und an der Eucharistie derzeit ausschließen. Das Dokument kann daher auch nicht als Leitfaden für eine individuelle Gewissensentscheidung über ein Hinzutreten zum Abendmahl bzw. zur Eucharistie dienen. Also die Glaubenskongregation sagt, das Dokument, was er da geschrieben hat, hin oder her, es ist nicht möglich, dass das, was in evangelischen Kirchen als Abendmahl angeboten wird, als eine gültige Form des Sakraments anerkannt wird. Und weil es nicht als eine gültige Form des Sakraments anerkannt werden kann, weil bestimmte Grundvoraussetzungen des Abendmahls der Eucharistie nach römisch-katholischer Sicht nicht erfüllt sind, ist es auch nicht der Gewissensentscheidung eines jeden Christen überlassen, sich zu überlegen, ob er da hingeht oder nicht, sondern wir, Glaubenskongregation, sagen, da das nicht identisch ist, kann man auch nicht als katholischer Christenmensch zu einem evangelischen Abendmahl hinzutreten. Und Sie haben gemerkt, da steht sogar noch was anderes dabei. Es steht nämlich dabei, man kann auch als evangelischer Christ nicht zu einem katholischen Abendmahl herantreten. Jetzt müssen wir kurz noch einmal die Punkte, die die Glaubenskongregation nennt, kurz ansehen. Die Realpräsenz. Wenn man das Dokument des ökumenischen Arbeitskreises gemeinsam am Tisch des Herrn anschaut, merkt man, dieses Dokument folgt im Grunde der Linie der Leuenberger Konkordie. Es sagt nämlich, in jedem Falle ist die Gabe Jesu Christi mit den Elementen verbunden. Wie genau, wissen wir nicht, aber diese Verbindung besteht. Und alles Weitere ist menschlichem Verstehen zu weiten Teilen entzogen. Jetzt werden Sie vielleicht in den Chats, sah man das noch ein bisschen, werden Sie sehen und vielleicht einwenden, ja, in der katholischen Kirche gibt es doch die Rede von der Transsubstantiation, also der Wandlung der Elemente. Und das ist doch eine sehr klassische Vorstellung davon, wie der Zusammenhang von Präsenz Jesu Christi und den Elementen Brot und Wein im Abendmahl zu beschreiben ist. Aber man muss dazu sagen, es gibt inzwischen sehr, sehr viele römisch-katholische Theologen, die sagen, naja,
wenn Sie die Welt aristotelisch sehen mit Substanz und Akzidenz, dann mögen Sie vielleicht so formulieren können. Aber wenn Sie das zum Beispiel nicht tun, dann können Sie das schon gar nicht mehr so formulieren. Also der ökumenische Arbeitskreis sagte, wir sind uns doch im Grunde darüber einig, jedenfalls abgesehen von theologischen Speziallehren, dass wir der Auffassung sind, Jesus Christus immer mit diesen Elementen, und das reicht doch eigentlich, die Glaubenskongregation sagt, nein, das reicht nicht. Das notwendige geweihte Amt, da sind wir bei einem Punkt, über den Frau van Oorschot auch schon gesprochen hat. Nach römisch-katholischer Vorstellung gibt es die Kongregation nicht ohne das geweihte Amt. Also durch ein Amt, in das nach geordnetem Vorgang in einer langen Kette von geordneten Einsetzungen nach gegenwärtig geltendem katholischem Recht nur Männer eingesetzt werden können. Und der ökumenische Arbeitskreis war der Auffassung, ungeachtet der Tatsache, dass wir uns noch nicht einig darüber sind, ob Männer und Frauen in dieses Amt eingesetzt werden können, wir sind uns doch darüber einig, dass man sich nicht selber zum Pfarrer ausrufen kann und da eingesetzt werden muss unter Gebet, Handauflegung und Anrufung des Heiligen Geistes. Und das reicht doch. Die Glaubenskongregation sagt nein. Opferbegriff. Wenn Sie sich erinnern an den letzten römisch-katholischen Gottesdienst, den Sie besucht haben, dann ist in dem sogenannten Hochgebet, also dem Gebet, das vor der Kommunion gesagt wird, die Rede, jedenfalls in einem der Hochgebetsformulierungen, damit in deinem Namen das reine Opfer dir dargebracht wird, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Und dieses Gebet drückt die alte Vorstellung aus, dass die Kirche zum Dank für das einmalige Kreuzesopfer Jesu Christi Gott selbst die eucharistischen Gaben als Dankopfer darbringt. Und im Laufe einer langen theologischen Entwicklung ist das manchmal so überlagert worden, dass Gott selber noch einmal in einer unblutigen Wiederholung dieses Kreuzesopfer vor Augen gestellt wird. Dagegen hat die Reformation sehr scharf protestiert. Der ökumenische Arbeitskreis ist der Auffassung, dass, wogegen Luther polemisierte, vertritt heute niemand mehr. Und es besteht Einigkeit darüber, dass wir Gott nichts darbieten können, sondern nur, indem wir von uns etwas abgeben, ihm einen Dank ausdrücken können. Die Glaubenskongregation sagt, nein, so geht das nicht. Und schließlich der letzte Punkt. Die Glaubenskongregation weist auf das untrennbare Konstitutiv von Eucharistie, Weihe, Amt und Kirche hin. Sie sagt also, man kann eigentlich nur zu einer Eucharistie hinzutreten, wenn man auch Glied der Kirche ist, in der die Eucharistie angeboten wird oder jedenfalls mindestens ihren Glauben teilt. Man kann nicht als evangelischer Christenmensch einfach zu einer katholischen Eucharistie hinzutreten. Das Dokument des ökumenischen Arbeitskreises hatte gesagt, und das ist wieder ganz Leuenbergsch, es reicht, wenn wir uns im Evangelium und bei Grundzügen des Glaubens einig sind. Wir müssen nicht uns einig sein über die Frage, ist der Papst mehr als der Bischof von Rom? Wir müssen uns nicht über die Frage einig sein, wie denken wir von der Gottesmutter Maria? Wir müssen uns nicht über die Frage einig sein, ist das erste Vatikanum theologisch gültig oder nicht gültig oder muss es nur richtig interpretiert werden? Also die Grundvorstellung, die der ökumenische Arbeitskreis vertrat, war ganz Leuenbergsch. Es reicht, wenn wir uns in einem Kern des Glaubens wirklich einig sind. Das reicht satis est, wie es im Augsburger Bekenntnis heißt, lateinisch, es ist genug, das reicht aus. Die Glaubenskongregation sagt, nö, reicht nicht aus. Jetzt meine Schlussbemerkungen. Und diese Schlussbemerkungen, Sie ahnen, greifen nochmal die Frage auf, was wird denn nun passieren? Beim ökumenischen Kirchentag wird es
evangelische und katholische Abendmahlsgottesdienste geben, nur sehr wenige. Wahrscheinlich einen in der Katharinenkirche, einen evangelischen, einen katholischen im Frankfurter Dom. Und die katholische Seite wird keine evangelischen Christenmenschen aktiv einladen, aber Bischof Betzing hat gesagt, sie achtet die Gewissensentscheidung der evangelischen Christen, die dann doch in den katholischen Dom kommen. Sie merken, das entspricht gar nicht dem, was die Glaubenskongregation gesagt hat, die gesagt hat, das sollte man unter keinen Umständen machen. Was wird passieren? Ich vermute, wir müssen uns noch darauf einstellen, dass es eine ganze Weile von Jahren braucht, bis wir an dieser Stelle zu einer wirklichen kirchenverbindenden Form gegenseitiger Zulassung zum Abendmahl kommen. Wenn es schon in der evangelischen Kirche mehrere Jahrhunderte gebraucht hat und die Erfahrung der Katastrophe des Nationalsozialismus, sollte man nicht auf zu schnelle Lösung der Probleme hoffen. Aber ich hatte ja gesagt, die dritte Voraussetzung für die Einigung innerhalb der evangelischen Kirche war die List des Heiligen Geistes. Und das Schöne ist, wie der Heilige Geist sich entscheiden wird, das kann ich als Kirchenhistoriker ganz wenig voraussagen. Ich kann hoffen, dass er vielleicht der Einigung etwas nachhilft und es vielleicht im römisch-katholisch-evangelischen Verhältnis etwas schneller geht als im innerevangelischen Verhältnis. Das war, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich habe den Chat noch nicht gelesen, aber das können wir jetzt machen und ich übergebe wieder an Herrn Perkins.